Hallo. Und wir haben jetzt mal wieder ein neues Nintendo Switch Spiele Review. Und zwar, wie ihr schon gesehen habt, Pokémon Strahlender Diamant. Ich hoffe, mein Pro-Controller geht jetzt noch. Ja. Das Fokussieren funktioniert jetzt nicht ganz so. Ich habe das Spiel ein kleines Weilchen gespielt, jetzt noch nicht super viel, aber ein bisschen. Und zwar 5 Stunden, glaube ich. Ja, 5 Stunden oder länger, also noch lange nicht durchgespielt. Aber angezockt habe ich es. Und deswegen denke ich, ich kann mir auch ein kleines Urteil erlauben. Ich muss noch mal ganz kurz die Cartridge rausnehmen, denn scheinbar wird die gerade nicht erkannt. Oder habe ich die falsche? Nee, das ist die richtige. So, nochmal. Super. Ja. Ich müsste, glaube ich, den Controller wirklich rausnehmen. Sonst funktioniert das mit dem Fokus nicht. Dann fokussiert er immer wieder auf den Controller. Ja, wir gucken uns das mal an. Ich mache den Ton noch schön an. Zu meiner Geschichte, was. Zu meiner Geschichte, was Pokémon-Spiele angeht. Ich habe früher, als der Pokémon-Boom war, Ende der 90er, Pokémon die blaue Edition zusammen mit meinem Game Boy Color geschenkt bekommen, was, glaube ich, auch meine erste Konsole überhaupt war. Meine einzige Handheld-Konsole, die ich. Wobei, nee, das ist gelogen, ich habe einige Handheld-Konsolen. Ich habe auch hier eine Handheld-Konsole vor mir. Nein. Aber ich habe Pokémon Blau bekommen mit dem Game Boy Color, was ein richtig schönes Geschenk war. Ende der 90er, da war ich. Boah, Gott. Vielleicht 8 Jahre oder so. Wann kam Pokémon Blau raus? 99 oder so? 99 müsste ich 8 Jahre gewesen sein. Ja, danach habe ich die gelbe Edition noch bekommen. Danach habe ich noch die silberne bekommen. Weiter habe ich das Pokémon-Franchise lange Zeit nicht verfolgt, denn ich hatte dann als Kind nie ein Game Boy Advance bekommen, hatte mir auch nie ein Game Boy Advance gewünscht. Ich mache nochmal ganz kurz den Ton hier aus, bevor ich fertig erzählt habe, bis ich fertig erzählt habe. Ich habe mir auch nie ein Game Boy Advance gewünscht, denn ja, ich wurde dann halt älter und hatte nicht mal so ein Rieseninteresse am Pokémon, hab das auch nicht mal im Fernsehen mir angeguckt, hab dann Dragon Ball geguckt und dann kam ich ja auch irgendwann mal in die Pubertät. Ja, und ein DS hatte ich auch nie. Das hat mich dann irgendwie auch nie gereizt. Meine Begeisterung für Konsolen kam ja auch erst, ich glaube so 2012 oder so, durch das Spiel Game Dev Tycoon für den Rechner. Denn da wurden viele Retro-Konsolen mit behandelt. Ja, und da hatte ich dann irgendwie auch Interesse wieder daran gefunden. Ja, und das ist nicht das erste Pokémon-Spiel seit Pokémon Silber, was ich wieder spiele. Ich habe auch Pokémon Schild mir gekauft. Aber das ist so, sag ich mal, von den eher Retro-Pokémons das erste seit langer Zeit. Und es ist ein Remake für die DS-Spiele. Pokémon Perle und Kristall, ich glaube Kristall, die für den DS rauskamen. Ja, und dementsprechend sieht es halt auch ein bisschen aus. Es ist halt, wie gesagt, Retro-Pokémon. Blick aus der Vogelperspektive wurde halt von der Grafik ein bisschen erneuert. Ich glaube auch vom Gameplay ein bisschen. Gucken, ob wir hier einen Kampf machen können. Genau. Dann gucken wir uns das Ganze nämlich mal an. Ich mache den Ton wieder an. Ich kann schon sagen, ich finde Pokémon Schild an sich auch gut, aber ich finde das hier irgendwie besser. Ich weiß auch nicht so wirklich warum, aber irgendwie wurde ich da eher damit warm. So, kämpfen wir mal eine Runde. Künstler Wilhelm fordert dich heraus. Ja, und die neuen Pokémon in Anführungsstrichen soll heißen, alles nach der zweiten Generation kenne ich gar nicht so gut.
Ja, aber so ist es halt ja immer. Ich meine, vor allem, wenn man auch lange Zeit nicht mehr dahinter war. Normalerweise, wenn man auf Kampf geht und das Pokémon schon kennt, dann sieht man hier, ob die Attacken effektiv sind oder nicht. Je nachdem, ob man schon auch probiert hat. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Fee-Pokémon. Ich weiß auch gerade nicht, was gegen Fee gut war. Ich glaube, Undicht. Probieren wir es mal aus mit Biss. Aber war nicht effektiv. Aber hat trotzdem gleich weggehauen. Gut. Ich weiß nicht, ob das in dem Original-DS-Spiel auch so war, dass. Ja, Pflanzen-Pokémon. Dass angezeigt wurde, was effektiv ist und was nicht. Ich habe kein Feuer-Pokémon momentan dabei. Ach, ne, dann machen wir Pflanze gegen Pflanze. Ach, fuck. Ja. Ich weiß nicht, ob das in den Original nicht sehr effektiv. Verdammt. Ich weiß aber, dass viele das Pokémon-Franchise für solche Erneuerungen kritisieren, weil es das Ganze einfacher macht. Ich sag mal so, ich finde es gar nicht so schlecht. Klar, man kann sich das am Ende auch alles auswendig merken. Ist vielleicht auch irgendwo ganz cool, aber so schlimm finde ich das jetzt nicht. Ansonsten wird das Spiel generell gerne dafür kritisiert, dass es recht einfach gehalten ist. Und ich muss sagen, es ist auch tatsächlich einfach gehalten. Aber ich muss auch dazu sagen, ich finde jetzt nicht, dass das Spiel viel einfacher ist als die alten Pokémon-Spiele. Und zwar, ich sag mal so, ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit Perspektive zusammen. Damals fand ich die alten Pokémon-Spiele auch ziemlich schwer. Das hing aber auch damit zusammen, dass ich vielen Kämpfen aus dem Weg gegangen bin gegen wilde Pokémon vor allem, da bin ich oft geflüchtet. Und ich meine, wo ich das letzte Mal Pokémon gespielt hatte, was ist das für Pflanzen? Ich glaube, das ist Käfer-Pokémon. Käfer war gut gegen Pflanze. Verdammt, dann muss ich auswechseln. Vogel ist gut, also Flug ist gut gegen Käfer. Ja, wo ich das letzte Mal, die erste Generation mal wieder gespielt hat, ist schon ein Weilchen her, aber da war ich auch schon ein bisschen älter. Da habe ich auch alle Kämpfe mitgenommen. Da war das an sich auch ein recht einfaches Spiel. Also, ich sage jetzt mal so, Pokémon ist jetzt generell kein super schweres Spiel. Und ich denke mir bei diesem Teil hier, klar, das könnte schon ein Tucken schwerer sein. Es könnte schon wirklich ein Tucken schwerer sein. Ich fand es jetzt aber nicht so, dass ich gelangweilt war davon oder so. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ja, generell muss ich sagen, würde dem Pokémon-Franchise vielleicht ganz gut tun, wenn sie einen Schwierigkeitsgrad mit einen auswählbaren Schwierigkeitsgrad mit auswählen würden. Ist aber natürlich so eine Sache, Schwierigkeitsgrad einfügen bedeutet auch wirklich viel Arbeitsaufwand da reinstecken zu müssen, um irgendwie das Ganze zu balancen. Ja, und keine Ahnung, ob man dann das nicht lieber generell den Aufwand in Gameplay reinstecken sollte, keine Ahnung. So, ansonsten gab es Kritik an der Grafik und ich muss sagen, hier in den Kämpfen, wie man jetzt hier zum Beispiel gerade sieht, finde ich die Grafik eigentlich ganz gelungen. Sieht halt anime-mäßig aus, was natürlich passt zu Pokémon. Aber auch nicht zu sehr. Von oben, die Sicht, die wir jetzt gleich wieder haben. Oh, mein Kleinschein entwickelt sich. Ja, dann machen wir das mal. Cool, dann sehen wir sowas auch noch gleich mit dem Video. Und ich hoffe, ihr gebt jetzt dafür alle mal einen Daumen nach oben. Nee, müsst ihr natürlich nicht. Macht das nur, wenn euch das Video gefällt. Ich wusste gar nicht, dass Georock 4 Arme hat. Ist mir noch nie so aufgefallen. Ja, gucken mal, den Pokédex-Eintrag. Stößt man an steilen Felswänden auf viele horizontale Löcher, handelt es sich dabei um Georocks Höhlen. Naja, Gestein im Boden, 1 Meter groß und 105 Kilogramm, da sollte man auf Diät gehen. Ja, diese Grafik hier wurde immer ein bisschen kritisiert, auch wegen diesen, ich nenne es jetzt mal Chibi-Look, halt so kindermäßig. Ich zoome mal ein kleines Stück ran. Ja, die Figuren sehen halt aus wie Kinder. Ich finde das aber auch nicht schlimm, denn ich fand,
der Look, der, ich finde, der Look, der passt zu den Oldschool-Pokémon-Spielen, zu der ersten, zweiten Generation, und ich habe damit kein Problem. Das ist, ich pflück mal die Beeren hier. Das ist die Generation, mit der ich groß wurde. Und mich hat jetzt die Grafik selber noch nie gestört. Hier pflanzen wir gleich noch in dem Lehmboden, als frei wurde, neue Beeren ein. So, die haben wir gepflückt, eine davon, da kann eine wieder rein. Das mache ich immer so. Dann später wachsen dann wieder Beeren daraus. Und gießen tun wir die auch gleich. Und die kann man dann irgendwann wieder pflücken, wenn man möchte. Ja, und von dem, was ich von der Story gesehen habe, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht durchgespielt. Von dem, was ich von der Story gesehen hatte, war es soweit auch in Ordnung gewesen. Der Protagonist war nicht zu nervig. Was ich mir wirklich wünsche für die Nintendo Switch, ist sowieso ein Gameboy-Spieler, damit man auch die alten Gameboy-Spiele von früher zocken kann und halt auch die alten Pokémon-Spiele, was mir natürlich auch gefallen würde, was aber sehr unwahrscheinlich ist, ist, dass nochmal ein Remake von der ersten Generation rauskommt. Denn man hat ja so dieses Pokémon Gelb Remake, was ja auch erste Generation war, hat man ja schon für die Switch rausgebracht, was Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli waren. Sag mir aber nicht so zu, weil es halt so auf Pokémon Go angelehnt ist, dass man halt auch EP bekommt für Pokémon Fang und so, und dass man die wilden Pokémon halt auch nicht irgendwie die LP erst runterbringen muss vorm Fang. Das finde ich alles nicht so gut, deswegen habe ich es mir auch nicht geholt. Ja, deswegen vermute ich mal nicht, dass es noch ein weiteres Remake von der ersten Generation kommt. Ich hoffe aber mal wirklich, dass irgendwann mal Nintendo ein Gameboy-Player für die Nintendo Switch mit einführt. Denn ich würde das wirklich so feiern, die ersten zwei Generationen nochmal spielen zu können. Geil wäre natürlich auch, wenn man, ich glaube, das kam für den Game Boy DS oder Advance raus. Die Remakes von der ersten und von der zweiten Generation, Blattgrün und Feuerrot, oder auch, boah Gott, wie hießen die Remakes für die zweite Generation, die nochmal rauskamen? Für Silber und Gold, Blattgold und irgendwas mit Silber, keine Ahnung. Würde ich auch cool finden. Die habe ich noch nie gespielt, sehen aber cool aus. Aber halt auch die Originale, ich würde das so feiern. Und ja, ich muss auch sagen, ich finde es schade, dass Nintendo keine Virtual Console drauf hat. Denn ich würde mir auch kaufen, die alten Spiele, wie für, wo es für den DS oder auch für die Wii und Wii U die Virtual Console gab. Ich glaube, da gab es die alten Spiele für 10 Euro, würde ich mir sofort holen. Was haben wir wieder? Das Bärenmeisters, gratis Bären für alle. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, wie weit ich gekommen bin, damit ihr irgendwo eine Orientierung hat. Mein Trainerpass. 49 Pokémon habe ich, 5 Stunden und 40 Minuten habe ich gespielt. Und ja, Ende Dezember, kurz nach Weihnachten, da war ich bei meiner Oma gewesen, habe ich angefangen zu spielen bei meiner Oma. Orden ansehen. 2 Orden habe ich, 2 von 8 Orden. Also ich bin noch nicht so weit. Aber ist jetzt auch erstmal so ein Eindruck. Was kann ich ansonsten noch so sagen? Vielleicht ein kleines Fazit. Wenn ihr Oldschool-Pokémon mögt, dann kann ich das durchaus empfehlen. Wie gesagt, erwartet nicht so viel von den... Erwartet nicht zu viel von dem Schwierigkeitsgrad. Vergiss auch nicht, wo du den Bären gepflanzt hast? Ja. Aha. Erwartet nicht so viel von dem Schwierigkeitsgrad, und die Grafik, die seht ihr jetzt ja gerade hier. Ob sie euch zusagt oder nicht, ist Einstellungssache. Ich finde die Grafik in Ordnung. Wir können mal ganz kurz noch mein Team angucken, bloß falls das jemanden interessiert. Ja, ich habe das Pflanzenstarter-Pokémon gehabt, das ist gerade in der zweiten Entwicklung, das heißt Kilkarain oder Kilkarain, keine Ahnung.
Dann Karpador, den will ich gern zu Garados machen. Staravia, keine Ahnung, ob sich das Pokémon nochmal entwickelt. Das hat sich schon einmal entwickelt. Ich habe aber gerne ein Flug-Pokémon dabei. Ich weiß auch noch nicht, wie es in dem Spiel sein wird mit Fliegen, ob man da ein Flug-Pokémon dabei haben muss. Ich habe schon gemerkt, bei anderen VOMs, wie Zerstörer, glaube ich, muss man das Pokémon nicht unbedingt dabei haben. Das muss auch nicht gelernt werden. Hier habe ich Luxio, das ist ein Elektro-Pokémon. Sieht blau aus. Ich glaube, das ist aber kein Wasser. Nein, nicht austauschen. Auswählen. Bericht. Ja, nur Elektro. Dann Georock, das hat sich gerade eben entwickelt. Und Enton, das würde ich gerne zu Enteron machen lassen. Ist aber gerade besiegt. Ja, Pokédex gucken wir nochmal rein, was ich so für Pokémon habe. Das ist mein Starter-Pokémon. Das ist das Starter-Pokémon von meinem Rivalen. Der hatte dann natürlich, weil ich Pflanze genommen habe, das Feuer-Pokémon genommen. Und das wäre das dritte Starter-Pokémon gewesen. Das Wasser-Pokémon. Ja, und die habe ich gefangen. Das war mein Staravia ursprünglich. Das hat sich ja, wie gesagt, entwickelt. Das Pokémon hat ich auch schon entwickeln lassen, habe ich dann aber ausgetauscht, weil sich das nicht weiterentwickelt. Sieht man hier, dass bei der 15 ein anderes Pokémon kommt, nämlich zur Punze. Das hat sich bei mir auch schon entwickelt, habe ich aber auch ausgetauscht, weil ich dafür jetzt noch nicht so Verwendung hatte. Das hatte ich gefangen, hat sich bei mir zu Luxio bereits entwickelt und ich vermute mal, hier wird noch eine weitere Entwicklung kommen. Abra habe ich gesehen, Kadabra gibt es ja. Ich meine, natürlich halt Pokémon aus den älteren Generationen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute mal, dass hier noch alle Pokémon aus allen Generationen, die es zu dem Zeitpunkt gab, dabei sind. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, Knospi. Das habe ich nicht, das habe ich nur gesehen. Genauso wie das. Das ist die Fortpflanzung. Fortpflanzung, die Weiterentwicklung. Zubat, das werde ich auch noch mal weiterentwickeln. Kleinstein, Georock. Ja, Georock, das ist eine Sache. Georock ist eine Sache. In den älteren Generationen war es ja gewesen, dass man ein Georock nur zu Geowas entwickeln konnte, wenn man das getauscht hat. Ich vermute mal, es wird immer noch so sein, deswegen werde ich das wahrscheinlich auch mal austauschen gegen ein anderes, was ich dann entwickeln lasse. Finde ich schade. Oder ich muss mal gucken, vielleicht kann man die auch online tauschen, das wäre auch cool, wenn man da irgendwie was machen könnte. Mal gucken. Onix habe ich keins, hätte ich aber keinen, weil ich mag Stalos. Ja, kenne ich nicht. Marshallow, das werde ich auf jeden Fall noch weiterentwickeln lassen. Ich glaube, das die dritte Entwicklung, mir fällt gerade nicht ein, wie das hieß, das mit den Macholo, Macho Man, Macho Man Randy Savage ist ein Wrestler. Ich weiß es nicht mal, die dritte Entwicklung, ich glaube, da musste man aber auch tauschen. Ja, Enton, das werde ich noch, wie gesagt, entwickeln lassen. Das habe ich nicht, kenne ich aber auch nicht. Wie gesagt, die neuen Pokémon, da bin ich noch nicht so drinne. Das werde ich wahrscheinlich entwickeln können, zu dem vermute ich mal, was mir auch ganz cool gefallen würde. Sieht zumindest so aus, wie hier so Kokon, oder ja, genau, eine Raupe, Kokon und den Schmetterling, so wie es halt auch bei der ersten Generation war mit Raupi, Safcon und Smetbo. Und dann hier dasselbe wahrscheinlich nochmal. Aber hier gibt es keine Raupe. Hier haben wir noch irgendeine Wabe. Ja, das habe ich. Das habe ich. Ich bin mir nicht sicher, ob sich. Irgendwas mache ich immer, dass ich so nach oben springe. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das aus dem, oder das aus dem entwickelt hat. Ich glaube aber nicht. Sieht nicht so aus. Ja, diese Bastarde habe ich, die, das ist eine Entwicklung. Ihr seht, ich lasse die Pokémon gerne entwickeln. Das liegt halt daran, dass ich immer versuche, so viel wie möglich halt zu fangen oder halt entwickeln zu lassen. Ja. Medite. Der ist eigentlich auch ganz cool. Ponyta hätte ich auch gerne. Ich liebe generell die Pokémon aus der ersten Generation am meisten, aber Ponyta oder auch Galoppa ist halt auch einfach ein cooles Pokémon. Chanera. Oh Gott, jetzt bin ich nach ganz unten gegangen. 104 aus Pikachu. Pikachu, ich sage immer Pikachu, das ist halt eigentlich die englische Aussprache. Oh mein Gott, it's Pikachu! Ja, habe ich immer so im Kopf von dem YouTuber Beat'em'ups, der immer so rumquiekt. Chanera. Pantimi. Pantimimi. Noch eine Silbe mehr. Mobile. Ja, und Ponyta. Genau. Ja, wir gucken nochmal ganz kurz auf die Karte. So sieht sie aus.
sieht man an dieser Flagge immer, wo das Ziel ist und wo man gerade ist. Ja, und wo man halt so war, Jubelstadt und so weiter, was es alles gibt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das. Ah ne, hier, zum Beispiel hier war ich noch nicht. Genauso wie auch. Hier. War ich hier schon? Ja, hier war schon Jump. Nee. Nee, war schon nicht. Ja, eigentlich das, was eingefärbt ist, da müsste schon gewesen sein, aber ich glaube nicht, dass ich hier schon war. Ich kann mich daran nicht erinnern. Haus von Dr. Schritte. Vielleicht auch irgendwie? Keine Ahnung. Naja. Okay. Ich denke, das war's für das Video. Ihr habt einen guten Einblick bekommen. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.